Da kommt er. Da sieht man, da sind zwei Leute drin. Zlatan, er kann auch mal zum Winken ansetzen. So kann man doch einen Testspiel-Livestream auch mal starten, in dem der Co-Trainer, ja, nicht ganz im Mittelkreis, aber da ist er gelandet. Ja, da ist er, Zlatan bei Ramovic bringt den Spielball der Partie. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. So, Zlatan, da wird der Ball rausgeholt. Da ist der Spielball. Man sieht ihm die Freude im Gesicht an. Das hat ihm richtig Bock gemacht. Und da laufen die Mannschaften auch ein. Ja, Sebastian Jung, Lukas Podolski vorneweg. Die beiden kennen sich. Die haben nämlich ein Länderspiel gemeinsam gemacht, wenn ich da richtig informiert bin. Wie sind die Temperaturen hier am Wildkogel? Boah, also da ist von 12 Grad Regen bis 30 Grad brütender Sonnenschein alles dabei. Heute ist eher die zweite Variante. Es war mittags schon knackig warm, aber jetzt, also ich beneide die Jungs nicht darum, jetzt in der prallen Nachmittagssonne spielen zu müssen. Ja, Geller auf dem linken Flügel, der Mann aus der U23 und dann Steph Marino mit der ersten Gelegenheit leider geblockt und dann getreu dem Motto hoch und weit bringt Sicherheit, wird hinten rausgeklärt. Schauen wir nochmal drauf, hier die Flanke von Robert Geller, Marino. Ja, und dann trifft er den Rücken, was aber auf jeden Fall gesagt werden kann. Beide unfassbar nette Kerle, offen, die machen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Spaß. Da schauen wir dran, der Rückpass ist ein bisschen zu weit. Und dann Glanzparade von Robin Himmelmann, der einfach sehr lange stehen bleibt, den linken Arm gegen Krajcik hochreißt und die Murmel am Tor vorbeilenkt. Glanzparade. Ah, Geller, bisschen ungenauer Rückpass. Der ist zu weit für Nikolai Rapp. Und dann, ja, macht's Himmelmann einfach gut. Reißt den linken Arm hoch. Glanzparade. Den habt ihr vorhin schräg hinter dem gegnerischen Tor gesehen. Der ist für Social Media Content zuständig. Derweil erneut Robin Himmelmann auf dem Posten. Ich glaube, der war noch leicht abgefälscht von Kobalt. Ja, Kobi hat abgefälscht und Robin Himmelmann. Nee, nicht abgefälscht, aber gut reagiert. Ja. Er ist direkt wieder Schleusener. Der schönes Zusammenspiel mit Marino. Oh, da ist Rupp scheinbar zumindest für den Schiedsrichter ein bisschen zu spät gekommen. Ist er nicht ganz zufrieden mit dem Pfiff? Schauen wir mal drauf. Ja, er trifft zuerst den Ball, dann den. Klar, er trifft den Gegner, aber er trifft zuerst den Ball, ja, zu seinem Unverständnis. Ja, an dieser Stelle kann ich sagen, ihr habt jetzt noch 5 Tage Zeit bis Sonntag, richtig? Sonntag 23.59 Uhr. Bis dahin könnt ihr die Dauerkarte euch sichern. Schlag zu, dann seid ihr auf jeden Fall bei jedem Spiel dabei. Und nicht nur das, ihr habt natürlich auch für Event. Oh, klärt Franke auf der Linie. Und dann wird der Ball abgefälscht und er ist im Tor. Der Schiri schaut nochmal nach außen, die Fahne bleibt unten und unsere Gäste führen mit 1:0. So, da kommt wahrscheinlich gleich die Wiederholung, schauen wir drauf. Mitten, genau da, zuerst noch probiert Zilonka, Franke steht goldrichtig und dann der Distanzschuss, der ganz woanders hingegangen wäre und dann ins Tor abgefälscht wird. Ja, schauen wir noch mal drauf. Der wäre meilenweit vorbeigegangen, aber manchmal steht man einfach an der richtigen Stelle und dann trudelt der Ball ins Tor. Boah. Souverän den Ball gestoppt von Fabi Roth, der da unter der Bierbank den Ball abbekommt. Wo ist denn der hergekommen? Leute, das war knapp. Und dann war das schon der Halbzeitpfiff. Ja, wir gehen ziemlich pünktlich in die Halbzeit. Ja, das waren 13 Sekunden zu früh laut unserer Uhr, aber sei es drum, es geht mit einem 1:0 für Górnik Zabrze in die Halbzeitpause. Sehen wir nochmal Lukas Podolski. Vielen Dank für die Zeit. Wie ist der Eindruck von der KSC-Mannschaft? Wollen wir natürlich wissen, wie war so die erste Halbzeit gegen uns? Ja, ich denke, es ist immer für uns als polnische Mannschaft ein guter Test. Wir hatten jetzt gute Spiele hier im Trainingslager
Und es ist immer gut, gegen deutsche Mannschaften zu testen, gegen die Zweitligisten. Hatten wir letzten Jahr auch das Vergnügen und ja, macht immer Spaß, immer diese Vergleiche auch zu haben als polnische Mannschaft, wie das so ist, wie die Mentalität ist, wie in Deutschland gespielt wird und so weiter. Und das ist für uns eine gute Schule und ich denke, von unserer Seite haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und denke ich auch verdient 1-0 in Führung gegangen. Mit Sebi Jung zusammen eingelaufen, wie war so der Smalltalk? Ihr kennt euch ja. Ja, wir kennen uns. Schön, dass noch so ein bisschen die alte Generation irgendwo rumspielt, so wie ich hier in Polen. Dass man sich irgendwo im Trainingslager wieder sieht. Christian Eichner auch, mit dem habe ich ja in Köln gespielt. Der saß im Bus immer neben mir, wo wir ins Hotel oder zu Auswärtsspielen gefahren sind. Da ist immer wieder schön, noch in diesem Alter Leute zu treffen in anderen Vereinen, die man kennt. Wir hatten es gerade im Livestream immer wieder die Frage, wie kann man das einschätzen? Ihr seid im Training schon ein bisschen weiter als wir. Wir haben gerade erst im Trainingslager so angefangen. Wie kann man die Teams so miteinander vergleichen? Ist das überhaupt möglich? Ach, ist schwer zu vergleichen. Ich denke, jeder guckt auf seinen Arsch. Jeder will fit werden für die Saison. Jeder versucht, das Beste rauszuholen, was die Abläufe angeht, was die Kondition angeht. Jeder arbeitet auf seine Art und Weise. Ich denke, die Testspiele soll man nicht immer alle überbewerten, was die Ergebnisse angeht. Ich denke, wichtig ist für uns, dass wir uns messen mit guten Mannschaften, dass wir alles rausholen an Maximum, dass wir das umsetzen, was der Trainer will. Dann fahren wir zurück und bereiten uns ganz normal auf die Saison vor. Und ich denke, das macht der KSC nicht anders. Egal, in welchem Zustand die Mannschaft ist. Ich denke, jeder geht ins Spiel rein, ins Training, um Maximum zu geben. So bin ich. Egal, ob ich jetzt eine Woche im Training bin oder ein paar Tage. Ich versuche immer, das Maximum rauszuholen. Nur so kann man den nächsten Schritt machen. Nur so kann man erfolgreich sein. Und nur so ist der Weg. Zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Glückwunsch für den ehemaligen Sitzkameraden Christian Eichner. Was muss er in dieser Saison machen? Worauf soll er achten? Glückwunsch, dass er dem FC abgesagt hat oder dass er euch erhalten geblieben ist. Ich verfolge den KSC tatsächlich, weil ich den Christian gut kenne, schätze, auch freue mich, dass er den Weg als Trainer eingeschlagen hat. Ich glaube, schon früher habe ich so ein bisschen gesehen als Nachbarn, dass er so ein bisschen diese Idee, dieses Funkeln für den Trainer hat. Und ich freue mich, dass er jetzt hier bei euch im KFC, denke ich, eine gute Arbeit macht und dass ihr den Weg mit ihm weitergeht. Man kennt sich und immer wieder schön, ihn zu sehen irgendwo. Ihr wart ja auch bei meinem Turnier im Gummersbach, da hat man sich gesehen. Jetzt heute ist immer wieder schön und ich wünsche euch nur das Beste, dass ihr aber zumindest hinter dem FC landet und dann könnt ihr aber auch mit aufsteigen. Weil ich denke, so Traditionsmannschaften, KSC und viele andere, die gehören einfach nicht in die zweite Liga, sondern höher und auch mit eurem neuen Stadion und so weiter. Ich denke, mit den Fans habt ihr das verdient, weiter oben zu spielen. Ja, wir wissen, was mit Max Weiß ist. Der steht nämlich neben uns und kriegt jetzt das Mikrofon pünktlich zum Anpfiff. Dann erstmal danke an dich, Max, dass du heute auf Einsatzzeit verzichtest, nur um bei uns mitzukommentieren. Klar, gerne. Verändert sich da was für dich während so einer Saisonvorbereitung? Ist es gut für Selbstvertrauen, wenn man weiß, ja okay, ich habe jetzt diese Rolle, ich kann mich voll und ganz drauf konzentrieren, ich bekomme Spielzeit? Ja gut, ich glaube, das kommt auf jeden Fall dazu, dass man einfach, wenn man das klare Gewissen hat, als die Eins in die Saison zu gehen, dass man da ein bisschen selbstbewusster auftreten kann. Aber ich glaube, vorbereiten tue ich mich eigentlich relativ gleich, weil es einfach, glaube ich, mir nicht ganz so gut helfen würde, wenn ich mich jetzt anders vorbereiten würde. Jetzt mal, sehr ungestüm von Koch, der da gezögert hat und dann seinem Gegenspieler leider in den Rücken hineinspringt. Und ihr habt wahrscheinlich alle den Pfiff gehört, auch wenn er sich am Ende den Ball schnappt, aber da gibt es Elfmeter. Antreten wird, ja, die neuen Jungs der Polen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber antreten wird Luka Zachowicz mit der Rückennummer 7, der da anlaufen nimmt. Aki versucht sich groß zu machen, schau mal drauf. Schuss, ja, stark pariert. Aki hätte die Ecke gehabt. Stark pariert, stark geschossen, meine ich natürlich. Das 2-0 durch Zachowicz, ja. Elfmeter, immer schwierig. Unglücklich. Ja, unglückliche erste Augenblicke von Aki Koch. Hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, ein bisschen zu ungestüm zur Sache gegangen.
Ja, und Elfmeter ist dann eh immer Glückssache. Schauen wir nochmal drauf, ja. Hochgeschossen, keine Chance, da kann er noch so sehr im Eck sein, der war gut geschossen, der Elfmeter. Ich glaube, mit ganz von vorne müssen wir zum Glück nicht anfangen. Ja, das zum Glück nicht, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, neue Spieler, muss man sich drauf einstellen. Ja, da lässt Majchowicz nur ganz kurz aufs Spielfeld, hat Burnic mal abgezogen, muss Majchowicz nochmal ein bisschen nachfassen, beziehungsweise lässt ihn nach vorne abrollen, auch mal nochmal drauf. Ja, da kommt dann leider Hunziker nicht ganz ran, um den abzustauben. Ja, gutes Gegenpressing hier von Conte, der sich den Ball holt. Ja, der kann dribbeln, der lässt dann auch den Gegenspieler gleich mal stehen. Zuerst und gut zurück und oh, haarscharf am langen Pfosten vorbei. Das war gut gemacht. Wenn wir hier noch knapp 20 Minuten zu spielen haben, wie es Fabi gerade erwähnt hat. Jetzt müssen wir erstmal den Gang nach hinten antreten. Während Zarapata den Ball aufs Tor bringt an den Pfosten. Und Koch im Nachgreifen das Ding sicher. Das war ein guter Abschluss. Koch war unten, bekommt den Ball dann, glaube ich, an den Rücken vom Pfosten. Zarapata zieht ab, geht an den Pfosten. Da war er, glaube ich, mit den Fingerspitzen noch dran. Und dann geht der Ball zum Glück von seinem Rücken nach oben weg und nicht nach hinten. Burnic ist da immer noch angeschlagen. Und dann der Distanzschuss am Tor vorbei. Aber er kann natürlich beides spielen. Sein linker Fuß ist auch eine Waffe, wie wir im ersten Saisonspiel letzte Saison gegen Osnabrück gesehen haben. Jetzt geht es nochmal nach hinten. Und das Tor für die Gäste. Das erste, ich sage mal, schön herausgespielte Tor. Torschütze mit der 44, der großgewachsene Alexander Buxer, der da ein bisschen zu frei stehend zum Abschluss kommt. Schauen wir nochmal drauf. Kann den Ball annehmen, feuert ab und dann wuchtig geschossen. Koch geschlagen und damit steht es 3:0 für Gurnik Sapsche. Ja, Freistoß. Wanicek führt ihn schnell aus auf Beifuß. Oh, und Glanzparade von Majchowicz, der den Kopfball von Beifuß von der Linie kratzen kann. Schnell ausgeführt von Wanicek. Guter Kopfball von Beifuß, aber auch gute Parade vom Schlussmann der Polen. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die Verbandsliga losgeht. Und dann war es das hier in Neukirchen. Das Spiel geht 3:0 für Gurnik Sapsche aus. 3:0 gegen Gurnik Sapsche. Was nimmt man aus so einem Test dann mit, so mitten im Trainingslager? Ja, erstmal, dass wieder Körner im Tank sind oder wir gesammelt haben. Und ja, ich glaube, ich beziehe mich jetzt nur auf die erste Halbzeit, weil ich da gespielt habe, dass wir es, was wir trainiert haben zumindest, die Defensive, das Pressing vorne, dass wir da schon einige Balleroberungen hatten oder den Gegner zu Fehlpässen gezwungen haben, aber dann halt nicht zur Torchance kamen. Das war schon okay, weil wir das umgesetzt haben, glaube ich, was wir trainiert haben, vor allem die letzten zwei Tage. Und das Mitball kommt noch, das wird von alleine kommen, wenn die Defensive gut steht, kommt das dann von ganz alleine. Dann stand natürlich ein großer Promi auf der Gegenseite. Ihr habt eine kleine Spanne in der Nationalmannschaft zusammen gehabt. Wie war es denn, Lukas Podolski auch mal wieder zu sehen? Er kann sich auch noch an dich erinnern, er hat uns O-Ton dazugegeben. Naja gut, wir waren bei der Nationalmannschaft für, ich glaube, 2-3 Tage zusammen. Und ja, ist ein lustiger Kerl, damals schon gewesen, ist halt jetzt schon 10 Jahre her. Also auch schon eine ganze Zeit. Ja, hat mich gefreut, ihn wiederzusehen, weil, wie gesagt, ist jetzt 10 Jahre her. Und ja, dann plaudern wir halt mal kurz nach dem Spiel und wünsche ich alles Gute. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann nochmal vielleicht auch auf dem Platz sehe. Wir bedanken uns fürs Einschalten und ja, vielen lieben Dank. Wir hören uns spätestens am Samstag wieder.